So, hallo und herzlich willkommen beim Hennings Yachtvertrieb, der Linsen-Yachtpartner aus Papenburg. Mein Name ist Jan Post. Ich bin verantwortlich für den Verkauf von Neu- und Gebraucht-Linsen-Yacht in Papenburg und stelle Ihnen heute die Linsen-Yacht 35 SL AC vor. Hier sehen wir die integrierten Max-Kisten, die man ganz leicht mit den Kissen abnehmen kann, die nämlich magnetisch den Halt am Rückenteil halten. Und somit haben wir hier auch die dämpferunterstützten Klappen, wo man dementsprechend diverse Sachen unterbringen kann. Landanschlusskabel, Abdeckung, Persenninge und. Alles schön in VA gehalten, hochwertig, abgedichtet mit Gummidichtung. Also sehr hochwertig und kann man auch dementsprechend mechanisch verschließen. Und die Polster einfach nur klick, klick, sind sie wieder dran. So, hier sehen wir den Aufbau mit dem Navigationsplatz, Steuerstand sozusagen als eine Einheit und die beiden großen Fenster, die eben halt den Innenraum auch schön luftig halten und man natürlich hier als Steuermann auch durch die Fenster durchschauen kann, um dann auch beim Anlegen den Stich zu sehen. Wenn man nicht von oben steht, dann sieht man es auch. Also man hat es in beiden Möglichkeiten, das zu sehen. Auch hier wieder schön mit edlen Materialien VA gearbeitet, so dass es immer halt auch eine Hochwertigkeit gibt. Hier sehen wir, wie gesagt, das Bedien- und Steuerpult mit Bug- und Heckschraube, dementsprechend, die wir steuern können. Hier haben wir das XS Linsen Kennbus System der gesamten Elektroniksteuerung an Bord, wo ich diverse Funktionen habe, wo ich die Tankinhalte sehe. Weiterhin haben wir natürlich hier auch mal einen Ladeanschluss USB USB-C, Motorbedienpanel, Drehzahlmesser und dementsprechend die wichtigen Instrumente wie Speed, Tiefe, den großen Plotter von Raymarine, eigentlich alles von Raymarine und den Autopiloten. Bei seewasserfeste Lautsprecher haben noch zwei Warmluftauslässe, sodass man hier auch bei kaltem Wetter gut sitzen kann, wenn das Cabrio-Verdeck geschlossen ist. Haben hier noch einmal eine 220 Volt Steckdose, Spritzwasser geschützt und den typischen Landanschluss, um das Schiff auch im Hafen mit Strom und 220 Volt zu versorgen. Schön natürlich bei diesem Cabrio-Verdeck ist, dass wir die einzelnen Seitenteile rausnehmen können und somit natürlich eine gewisse Luftigkeit haben. Auch vorne im Frontbereich hat man schön den Durchzug vom Fahrtwind, sodass man hier im Kopfbereich sonnengeschützt ist, aber trotzdem immer eine frische Brise hat. So, und jetzt schauen wir uns das Schiff von unten an. Jetzt gehen wir mal rein. So, an Backbordseite angesiedelt ist die Pantry, auch als leichte L-Form mit einem Korean Arbeitsfeld Edelstahlspüle, hochwertigen Ruhearmaturen, den Eno 3 Flammenkocher, der hier unter der Glasscheibe verbaut ist. Alles hochwertige Instrumente. Hier natürlich unser XS-System für innen, der die Zentralelektrik wiederum steuert. Dann haben wir hier weiter den Kühlschrank mit einer Gefrierkondensation, 80 Liter. Dann haben wir hier den Müllhammer, auch als Trennsystem, auch eine saubere Geschichte, auch eingebaut mit dem Gasanschluss. Weiter natürlich Utensilien, Schubladen, wo wir jede Menge Stauraum haben, um natürlich Pött und Pann unterzubringen. Alles mit Soft-Close-Einzügen hochwertig verbaut und dann nochmal eine Sicherung mit der Einrastung, wenn es mal ein bisschen heiß hergeht. Hier haben wir nochmal so ein kleines Büro oder einen kleinen Arbeitsplatz, um auch hier mit elektronischen Hilfsmitteln 220 Volt, 12 Volt und auch mit USB sich hier niederzulassen mit dem Linsen-Design-Stuhl. Dann haben wir unten drunter nochmal ein extra Stauraum, natürlich auch bis in den letzten Winkel ausgenutzt, sodass man da auch nochmal was stauen kann. Nochmal einen bodentiefen Schrank, um auch nochmal längliche Sachen reinzuhängen. In der Schrankstange, Kleiderstange. Auch sehr gut gemacht. Ja, jetzt kommen wir hier in den Vorraum. Die Bugkabine einmal mit einer 14 cm Matratze, Kaltschaum. Und das Lattenrost in Federn, dann haben wir da unten nochmal große Stauraummöglichkeiten, die wir aber auch vorne
per Schublade erreichen können, wo wir das Bett dann nicht extra anheben müssen. Da ist der Knopf. Also hier haben wir das nochmal. Dann natürlich diverse Staumöglichkeiten an Backbord und Steuerbord. Können wir da nochmal die Schränke aufmachen, wo wir hier auch gleichzeitig dann als Sonderausstattung die Fliegengitter, den Regenschutz verstauen können. Weiter haben wir natürlich auch hier eine Frontluke, die wir auch verdunkeln können einerseits, aber auch mit dem Fliegengitter versehen haben. Ja, beide Funktionen sind da möglich und haben dann auch eine gute Belüftung hier in der Frontkabine. Hier an der Backbordseite auch das WC. Auch wieder in Korian eingefasstes Waschbecken mit hochwertigen Armaturen. Elektrischen WC, auch dort hinten in der Ecke wieder ein 220 Volt Anschluss. Und LED-Beleuchtung oben, die dimmbar ist. An Steuerbordseite haben wir hier die Dusche mit einer speziellen Formica-Verkleidung, die immer noch wasserfest ist und immer der Dusche auch standhält. Komplett ausgekleidet, pflegeleicht, mit einer schönen, reellen Teakbank, so dass man da auch einen guten Komfort während des Duschens. Oben im Salon haben wir ja noch die L-Sitzbank, wo man ja dann dementsprechend hier auch eine schöne Aussicht hat, in einer vernünftigen Höhe, wo man also auch rundum auch Ausblick hat. Aber das Schöne ist, hier haben wir ja auch noch eine Doppelkoje, die wir relativ schnell umbauen können. Den Tisch, den wir vorhin gesehen haben, der passt nämlich genau unter den sozusagen Schreibtisch. Den haben wir da drunter geschoben und ziehen jetzt hier einfach das untere Lattengerost raus. Hier dann noch ein zweites Polster, was dort integriert war. Und haben jetzt hier ein Bett. Haben jetzt hier ungefähr eine Liegefläche von 2 Meter mal 1,40. Man kann sogar dieses Teil noch ein bisschen mit anpassen, sodass wir jetzt hier eine schöne Liegefläche haben, die dann auch noch nutzbar ist. So. Auf dem Weg zur Achterkoje haben wir hier noch zwei ganz interessante Staumöglichkeiten. Einmal hier unter der Treppe gehalten das Barfach, wo Sie Flaschen einstellen können, diverse Utensilien, die man benötigt für ein gepflegtes Getränk. Und gegenüberliegend haben Sie hier das Gläserfach, auch alles vernünftig seegangsgerecht gelagert. Longdrinkgläser, Gläser für Wein und Whisky, Schnapsgläser, alles dabei, sodass die nächste Party steigen kann. Hier haben wir noch eine kleine Technikecke, einmal das Radio fürs gesamte Schiff, die zwei Ebenen gesteuert, einmal für draußen, einmal für drinnen, was wir getrennt auch steuern können mit dem Fusion-System. Dann haben wir hier nochmal das Heizungssteuergerät für die Warmluftheizung im Schiff und das Steuerpanel für den Landanschluss, wie viel Strom das Schiff aufnimmt, wie viel Strom wir an Bord nehmen können, sodass wir da auch die Sicherungen draußen schonen und gleichzeitig die Funktion für den Umformer, wenn Sie unterwegs sind mit dem Schiff. Hier in der Achterkabine sehen wir das große Bett, leicht außermittig angebracht, damit man also hier auch einen schmeidigen Weg zum zweiten WC im Schiff hat. Auch wieder elektrisches WC. Dann haben wir natürlich auch hier wieder die große Komfortmatratze mit dem Lattenrostsystem. Und man sieht hier auch den Wassertank mit ca. 240 Liter. Fassungsvermögen und auch hier können wir von vorne wieder ohne die Matratze anzuheben auch an die untergelegene Staubox, die wir hier unten dann sehen. Zusätzlich haben wir hier auch nochmal extra Stauraum mit tiefen Schränken für Wäsche und nochmal einen Hängeschrank mit Kleiderstange, der natürlich auch nicht zu verachten ist. Jetzt gehen wir in den Keller und öffnen den Motorraum. Man sieht hier schon auch die besonders starke Motorraumabdeckung mit der wirklich Schaumdichtung, die wirklich schalldicht ist und wir da wenig Motorgeräusche haben. Da haben wir den Volvo Penta
D275, sprich 75 PS, der dieses Gefährt antreibt. Dann haben wir den Dieseltank an der Front mit den beiden Seewasserfiltern für Motor und für Deckwasseranlage. Dann haben wir die Feuerlöschanlage, die automatisch integriert ist. Wir haben AGM-Batterien an Bord, 2x170 Ampere für den Bordstrom, aufgrund der hohen Wandlerleistung natürlich, dass wir die 3000 Watt natürlich auch aus der Steckdose speisen wollen, dass wir natürlich auch ein bisschen Kapazität in der Batterie haben. Und wie gesagt, zwei Kreise, einmal Start und einmal Verbraucherkreis. Zusätzlich haben wir im Salonboden hier noch eine Stauklappe, den wir mit so einem System, Ordnungssystem versehen haben, dass da bei Seegang die Kisten nicht durch die Gegend fallen, die wir hier mit Leisten eingesetzt haben. Ganz gut ausgetüftelt haben wir hier den Fernseher untergebracht in dieser Leiste. Das heißt, wir machen hier die Klappe auf und ziehen den Fernseher einmal hoch und kippen ihn hier auf die Bank und haben dann eine schöne Sitzmöglichkeit gegenüber Sitzhöhe. Schönes Fernsehbild.